Hallo ihr Lieben. Hier sind die Pim und der Tom mal wieder. Wir möchten euch heute einladen zum kleinen Trip Report mit Singapore Airlines von Frankfurt Flughafen nach Singapur. Wir beide sind noch im ICE Richtung Frankfurt mit ein bisschen Verspätung und wir melden uns dann gleich vom Check-in. Bis gleich, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Bis gleich. Gebordet haben wir. Geht los, ne? Ja, auf nach Singapur, ne? Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments. Lower your head and place it on the back of the front seat. Place your hands on top of your head. Keep your feet flat on the floor and heels towards your seat. Dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen hier auf unserem kleinen Trip Report von Frankfurt nach Singapur zum Changi Airport. Wir haben eine Flugzeit, glaube ich, so um die 12 Stunden. Und ihr habt vorhin gesehen, das Intro ist mit der Bahn, in der Bahn entstanden. Wir sind mit der Bahn nach Frankfurt gefahren und das war mal wieder ganz schön knapp. Der Zug hatte also fast eine Stunde Verspätung, der ICE. Und dafür war aber dann nachher das Check-in am Counter unwahrscheinlich schnell. Also wir haben da wirklich nicht mal 5 Minuten gewartet. Das fand ich ganz toll bei dem Trip jetzt. Und später erzähle ich euch dann noch ein bisschen was zum Unterhaltungsprogramm, zum Catering hier an Bord. Ist ein Economy-Class-Flug, das seht ihr in der 777-300, also ist ein bisschen was eine Herausforderung. Es wird ja auch später dann ein Nachtflug werden. Wir starteten ja so gegen 12.30 Uhr mittags in Frankfurt und werden dann am nächsten Morgen gegen 6, 7 Uhr in Singapur landen. Beim Nachtflug ist natürlich in der Economy Class ein bisschen was eine Herausforderung zu filmen. Aber kriege ich schon hin. Ich werde euch noch alles zeigen, damit ihr auch einen Vergleich habt zu den anderen Flügen, die wir schon hatten, zum Beispiel in Richtung Thailand mit Thai Airways oder den ganzen anderen Airlines. Also Singapur war bisher immer ganz gut auf den Langstreckenflügen. Beim Einsteigen hat jeder also, zumindest wer wollte, so ein Kopfhörerset bekommen, was man dann für das Entertainment-System nutzen kann. Und wie so oft bei den Flügen
schaue ich aktuell dann eher mal jetzt im Moment noch die Flugdaten mir an, also die Karte, die ist hier in der 777 eigentlich ganz gut. Ist so eine 3D-Karte, die man sich anschauen kann mit Flugzeit und den ganzen Flugdaten. Und das Entertainment-Programm an sich lässt keine Wünsche offen. Filme in verschiedenen Sprachen, auch aktuelle Filme. Gibt auch einen USB-Anschluss, was für uns immer wichtig ist. Und hoffe auf einen angenehmen Flug hier mit Singapore Airlines. Kleine Besonderheit noch immer, hatten wir bisher bei jedem Singapore Airlines Flug im Tischchen, was man ausklappen kann, gibt es ein Spieglein, wenn man sich noch mal ein bisschen was anschauen möchte während dem Flug oder ein bisschen aufhübschen möchte. Kurz nach Erreichen der Reiseflughöhe gab es dann auch so einen kleinen Welcome-Snack hier auf dem Flug. Das sind natürlich nur so Kleinigkeiten, ein paar Nüsse oder ein paar Cracker sind da drin. Aber das sind so Sachen, die machen sich meiner Meinung nach bezahlt. Das kostet die Airline relativ wenig, aber man behält das in Erinnerung. Das ist schon, sowas merkt man sich. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. So Kleinigkeiten, die man zwischendurch bekommt. Und das ist ja auch hier bei Singapore Airlines. Das werdet ihr später vielleicht im Video noch sehen. Während dem ganzen Flug kann man sich dann in der Regel auch immer was zu trinken holen, auch wenn die Flugbegleiter sich zurückgezogen haben. Und das macht das Reisen dann schon so ein bisschen angenehmer auf jeden Fall. Direkt nach dem Snack gab es dann auch schon den ersten Getränkeservice. Und man kann sich wählen, was man will. Bier, Wein, alle Softdrinks. Ist alles kein Problem hier in der Economy Class bei Singapore Airlines. Ein bisschen möchte ich euch auch heute noch erzählen zu den Flugpreisen und warum wir jetzt nochmal wieder mit Singapore Airlines in der Economy Class geflogen sind. Also das war ein sehr günstiger Preis, den ich jetzt bekommen habe. Wir haben jetzt so bezahlt um die 650 oder 700 Euro pro Person hin und zurück. Das ist in der aktuellen Situation wirklich ein guter Preis. Ihr wisst, die Flugpreise sind tierisch angezogen und für den Economy Class Flug, wir fliegen ja jetzt erstmal nach Singapur, dann geht es weiter nach Bangkok und für einen Economy Class Flug ist das jetzt wirklich schon ein guter Preis gewesen. Der einzige Haken ist, dass wir 5 Stunden Aufenthalt haben beim Hinflug am Airport Changi. Aber darüber freuen wir uns. Dann können wir endlich mal den Airport-Rundgang machen, den wir so lange machen wollten. Und jetzt haltet euch fest, beim Rückflug haben wir 12 Stunden Aufenthalt. Da haben wir dann das erste Mal in Changi ein Transithotel, was wir besuchen werden. Und das Video kommt dann natürlich irgendwann ein bisschen später, aber das wird spannend, da bin ich mal neugierig drauf. Da haben wir uns dann für 6 Stunden eingemietet im Transithotel mit Catering und Verpflegung und allem drum und dran. Da bin ich schon neugierig und insgesamt ist dann der Flug, also zweimal so 700 und das Hotel kostet dann auch nochmal 100, 150 Euro, immer noch billiger wie so manch anderer Flug, sage ich mal. Und wir werden mal ein bisschen was anderes erleben. Freuen wir uns sehr drauf. Und überhaupt freuen wir uns, wir beide freuen uns sehr, dass ihr noch beim Video dabei seid. Danke. Zweieinhalb Stunden sind wir
unterwegs. Und hier gab es schon in der Economy Class so eine Art kulinarisches Feuerwerk, muss ich echt sagen. Ist jetzt natürlich maßlos übertrieben, aber im Vergleich zu anderen Airlines, in 2,5 Stunden gab es einmal diesen kleinen Snack, zweimal einen tollen Getränkeservice von einer freundlichen, hochmotivierten Crew und auch noch den Essensservice. Und ich muss echt sagen, ich habe es euch vorher gezeigt, das Essen war wirklich lecker, das war gut gewürzt. Klar, das sind einfache Gerichte, wir sind in der Economy Class, aber das war mehr als ausreichend. Manchmal vergisst man das einfach auch, ne? Wie gut Singapore Airlines im Vergleich zu anderen Airlines ist. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, ich will niemanden schlecht reden, aber da liegen meiner Meinung nach jetzt hier Welten zwischen anderen Airlines, die wir schon mal in Richtung Asien geflogen sind. Das war wieder ganz toll und ihr könnt auch mal, ich drehe mal die Kamera. Da ist die Pim. Dann fragen wir doch mal die Pim, wie war denn dein Essen? Sehr gut. Lecker. Gut, ne? War gut. Ja. Also der Pim hat es auch geschmeckt, die hat auch gegessen. Und dann ist man gerade fertig hier mit dem Essen. Da kommen die dann auch nochmal daher und bringen dann jedem auch noch einen Eisbecher. Ne? Ich meine, das sind halt alles so kleine Sachen, ne? Aber das hebt erstmal die Stimmung hier im Flieger. Also hier ist keiner schlecht gelaunt im Flugzeug im Moment. Ganz anders wie auf anderen Flügen. Ein ganz toller Flug bisher, eine ganz tolle Crew. Also Respekt vor Singapore Airlines auf diesem Flug. Ich zeige euch auch mal kurz den Sitzabstand hier in der 777. Also das ist eigentlich für meine Größe 1,86 ist das ein ganz brauchbarer Sitzabstand für die lange Strecke in der Economy Class. Finde ich ganz gut. Also ich kann ganz bequem sitzen. Hier ist so ein bisschen Platz auch noch, weil die Tasche ein bisschen ausgebeult ist. Aber ich kann mich ganz schön lang strecken. Das ist eigentlich ganz bequem. Als ich euch jetzt gerade den Sitzabstand gezeigt habe, hier auf dem Flug von Frankfurt nach Singapur hat es ein bisschen gewackelt, habt ihr gesehen, das war nicht der Top-Schuld. Also wir sind jetzt aktuell gerade ein bisschen was in Turbulenzen unterwegs und das Flugzeug wird jetzt ganz schön durchgeschüttelt. Die Anschnallzeichen sind auch an und das ist auch zwingend nötig jetzt. Und so nach und nach fangen die auch schon an, hier das Flugzeug abzudunkeln. Das heißt, die Nacht bricht herein auf unserem Flug Richtung Singapur. Der Flug neigt sich langsam dem Ende zu. Wir sind jetzt knapp 12,5 Stunden unterwegs und sind dann die 11.000 Kilometer in der Zeit geflogen. Also es ist relativ zügig ging das vonstatten, das Ganze.
war auch ein bisschen was ein holpriger Ritt. Diesmal gab es viele Turbulenzen unterwegs. Das Anschnallzeichen war oft an. Und eine kleine Besonderheit hier bei Singapore Airlines ist immer, dass wenn die Anschnallzeichen an sind, lässt die Crew einen dennoch auf die Toilette gehen, wenn man mal dringend muss. Das ist ja bei anderen Airlines teilweise, wird das ja auch viel strenger gehandhabt. Also das ist mir immer hier sehr sympathisch. Natürlich, wenn jetzt die ultraharten Turbulenzen sind, dann geht man nicht. Aber so bei leichten Turbulenzen sagen die hier nichts. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Es war eine tolle Crew, ein guter Flug. Geschlafen habe ich nicht oder nur ganz wenig. Und dann gucken wir mal noch, ob noch irgendwas passiert bis jetzt zum Aussteigen. Aber ich denke, wir landen gleich. Kann ich euch ja leider nicht zeigen, weil ich diesmal keinen Fensterplatz habe. Aber danke, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt. Thank you. So, man wird schon begrüßt hier. Welcome to Changi Airport. Das war freundlich, ne? Ja. Das ist nett. Die sind überhaupt alle hier nett. Die Crew war nett, ne? Toll. Toll, ne? Yes. Toller Flug, ne? Yes. Das hat Spaß gemacht, ne? Ja. Ja. Und dann möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr den kleinen Flight Report angeschaut habt. Ist immer ein bisschen schwierig in der Economy beim Nachtflug zu filmen. Deshalb war es dann auch diesmal ein bisschen weniger. Aber vielen Dank. Wir beide wünschen euch einen schönen Tag. Das nächste Video machen wir dann hier vom Airport Changi, weil wir sind jetzt im Transit. Ne? Ja. Und dann machen wir gleich mal einen kleinen Airport Walk und gehen auch in die Lounge. Ne? Und dann geht es weiter nach Bangkok. Ja.